Wie kommt das? Ja, auch wenn es im Verlauf der Zeit zunimmt, das aggressive Sexualverhalten, oder von wiederholend zwanghafter Natur erscheint, ja, manchmal kommt eben sexuell-aggressives Verhalten vor, auch mit in Zusammenhang mit exzessiver Onanie, wobei nicht so klar ist, was ist exzessive Onanie. Exhibitionismus, Fetischismus und obszöne Telefonanrufe. Ja, einfach ein Hinweis, dass das kann sich ausbreiten. Das ist nicht nur, dass eben einer vielleicht sexuell aggressiv spielt, sondern alle möglichen anderen Verhaltensweisen auch noch dazu kommen können. Ja, wenn erwachsene Interventionen kommt, in dem Punkt noch, und die Kinder machen weiter, erstmal ist Ruhe und dann gibt's wieder, wäre auch ein Hinweis dafür, hier gibt's ein sehr starkes Bedürfnis, was irgendwie nicht gut reguliert werden kann, und dann wäre auch zu gucken, was ist da, warum ist es so stark? Gut. Kann man was über die Art der Beziehung der Kinder zu einer sagen? Also, dass man sagt, diese Doppelspiele, dass die Kinder, die irgendwie befreundet sind, sich gut verstehen und dass die Kinder sind, die von außen betrachtet gar nichts miteinander zu tun haben, oder ein Freundschaftsleben, dass das dann schon eher bedenklich ist? Ja, würde ich sagen. Also, das. Ist natürlich eine graduelle Sache, aber würde ich schon denken, wenn das ungewöhnlich ist, dass gerade die was zusammen machen und das ist dann was Sexuelles, dann wäre das so wieder, so, würde man so riechen, ja, der eine will das ganz dringend. Es benötigt Vertrauen, wenn das was Spielerisches ist. Ja, zusammenspielen. Obwohl, man muss gucken, wie alt die Kinder sind. Ne? Die sind manchmal sehr, also, das ist, kann ich mitspielen und zack, ne? Dann spielt man. Also, von daher ist das nicht so ein scharfes Kriterium, weil die noch nicht so darauf angewiesen sind. Wäre wieder eine erwachsene Vorstellung. Ne? Sexualität gehört in Beziehung, dient zur Beziehungsanbahnung. Bei Kindern, nö, wir spielen, wir probieren was aus und wenn es körperlich wird, dann rauft man mal oder man guckt auch was, wo es kitzelig ist. Ne? Also das muss nicht unbedingt so sein. Ne? Aber je älter die werden, würde ich schon sagen, in Schule, ne, hat das schon ein gewisses Gewicht. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit noch über Aktivitäten, die zwischen Kindern stattfinden, des gleichen Alters. Genau. Okay. Ja. Genau. Also, ich weiß nicht, ob ich noch komme. Nee, komme ich gar nicht mehr. Weil sonst ja, also. Dann immer die Frage, ja, auch dieses, also, wenn man es jetzt juristisch betrachtet, also, ja, Schutzalter, Altersabstände, die ja dann irgendwie, was, wenn es Straftatsbestände sind oder auch in der, ne, was, sexuelle Selbstbestimmung, kommt das noch? Oder? Nee. Okay. Nee. Aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Also natürlich, also wir sagen, 4 Jahre Altersunterschied ist so eine Faustregel. Wobei ich habe auch schon, also wenn jemand ein geistig behindertes Mädchen ausnutzt, dann können die gleich alt sein. Ne? Also deswegen, das kalendarische Alter ist immer nur ein Daumenanhaltspunkt. Es geht einfach darum, dass niemand ausgenutzt wird. Deswegen habe ich das mit dieser Gewalt oder dem Druck mit drin. Ne? Und natürlich gibt es auch geistig Behinderte, die sind nicht einwilligungsfähig. Ne? Jetzt ein juristischer Begriff, aber klar. Ne? Also deswegen, man muss schon gucken, wie ist die Dynamik? Also ist es eben ein Spiel, ist es was Spielerisches und dann spielt das Alter nicht so eine starke Rolle, weil die Entwicklungsalter auch sehr unterschiedlich sein können. Sondern es geht darum, ist es was freiwillig, wo beide Spaß bei haben. Und natürlich sind auch Kinder untereinander, und komm mal mit und so. Ne? Natürlich gibt es auch mal Spannung und ein bisschen Druck und so. Das ist dann, wäre eben rauszufinden. Da braucht man auch Fingerspitzengefühl und Erfahrungen. Am besten kennt man die Pappenheimer, ne, damit man auch weiß, was ist da. Und ja, also das kann ich vielleicht sozusagen dazu sagen. Ne. Also so eine scharfe Definition ist schwer. Und mit dem Juristischen, also es gibt ja Paare, die Sex miteinander haben, da sind sie beide 13. Ja, dann wird das Mädchen 14, das ist verboten, und einen Monat später wird der Junge 14, das ist wieder erlaubt. Ja, also wenn man solche Grenzen macht, das Musterstrafrecht, dann kriegt man solche Probleme. Aber da wird auch niemand anzeigen. Also das ist nicht wirklich ein Problem, mit dem wir zu tun haben, sondern das muss man einfach nur wissen, dass Entwicklung graduell geht und Strafrecht setzt halt irgendwann ein. Ja, und das ist, ja, damit muss man auch umgehen. Auch als 14-Jähriger muss man eben gucken, wie ist denn das? Ne? Das soll ich dann eben nicht... Kann ich ja nicht bei Facebook posten, dann habe ich ein Problem irgendwann. Ne? Sondern dann machen die das, die Eltern wissen Bescheid und dann hat ja auch keiner was dagegen. Ne? So würde ich das sehen. Jo, ja, genau. Habe ich das richtig verstanden? Also dieses normale Verhalten, sage ich jetzt mal, also ist jetzt nicht unbedingt, also zum Teil auch aus der kindlichen Freude heraus von einem übergriffigen Kind, aber trotzdem vielleicht ein Übergriff. Trotzdem kann es ein Übergriff sein. Mhm.
Also es muss nicht, also kann sich so fühlen, auch wenn es nicht strategisch so ist. Und ich kenne sowas dann schon, auch wenn es sozusagen noch im Rahmen ist, dass jetzt nicht geplant ein Missbrauch da stattfindet, das ist einfach eine, sage ich mal, pädagogische Intervention, ne? Da tritt sich raus, wenn das eine pädagogische Intervention dann auch sinnvoll ist. Also ja, genau, also das sind ja... Genau, das ist ja der normale Prozess, wie man eben Grenzen von anderen, wie man das einübt. Da gibt's, also ich habe mal gelesen, die gewalttätigsten Kinder sind die 6- bis 8-Jährigen oder so, oder die 4- bis 5-Jährigen oder so, die hauen sich halt einfach oft, weil die das merken, dass es funktioniert, boah, klasse. Und dann muss man irgendwann merken, es hat aber auch seine Nachteile. Und das hat man dann mit 7 raus oder so, und dann wird es halt weniger, bei den meisten. Und so ist das mit sexuellen Grenzen natürlich auch. Und da ist natürlich pädagogische Intervention, einfach zu sagen, so geht's hier nicht, wir machen das hier anders, Schluss jetzt. Und das reicht auch ganz viel. Ne? Und dann, ich bin ja hier Psychologe, Fachstelle und große Problemfälle. Ich bin ja auf der Suche sozusagen, wo reicht das nicht? Wo ist mehr? Und deswegen, wenn man so eine Intervention hat und die Grenzen sind eigentlich klar, man hat das erklärt und man hat das in der Klasse durchgesprochen und es taucht wieder auf. So, dann muss man halt, man muss die rote Flagge hochgehen und sagen, da gucken wir jetzt weiter nach. So. Ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde. Gut. Ja, das wäre jetzt so der erste Teil, das merke ich schon mit Grenzen. Man kann das natürlich noch ausdehnen, das ist auch abgekürzt, das war eigentlich mal ein anderthalbstündiger Vortrag, nur mit den Grenzen, da kann man die juristische Sache mit reinnehmen. Da habe ich mich jetzt nicht so drauf konzentriert, weil wir einfach nur die Zeit haben. Ja, und ich denke, heute Vormittag war ja auch, glaube ich, das schon ein bisschen Thema. Ich habe diesen Ratgeber mal gelesen, den Sie mir mitgeschickt haben, ich fand ihn ganz gut. Also das war auch schön beschrieben. Was ist ein sexueller Übergriff und was ist ein sexueller Gewaltakt und ne, was ist wirklich Missbrauch? Da gibt es ja auch Schattierungen. Ne? Da gibt es ja dann von Erwachsenen gegen Kinder, ja, speziell ja, genau. Lehrer gegen Schüler, also schon ein genau. Spezialfall, der, also wo es jetzt, also wenn es jetzt zwischen Kindern und normales Fall, beziehungsweise auch wenn es dann um Gewalt geht, beziehungsweise ja, ausnutzen. Da stellte sich nochmal die Frage, wie das eigentlich dann mit den Schutzaltern ist, was sich ja dann in der Schule auch stellt. Keine Ahnung, ein Lehrer erfährt, dass dann, weiß ich nicht, da hat man eben jetzt den 14-Jährigen, wo man jetzt mitkriegt, der hat was mit der 13- oder 12-Jährigen. Ne? Also das, wenn ich weiß, okay, das ist, daran muss sich ja dann der Lehrer zumindest halten, für den ist ja eine juristische Gesetzgebung ja für ihn auch wichtig, weil er sich ja auch da Mitteilungspflichten hat gegenüber der Administration, sind halt diese Dinge schon wichtig. Und das sind dann die Dinge, die dann in den Handreichungen nicht. Nee, das stimmt, genau. Ich meinte jetzt dann nur den Unterschied zwischen Übergriff und ich weiß nicht, was der andere Begriff war, Missbrauch. Weil ein Übergriff ist sozusagen ein Fehler. Ne? Das ist, kann man regeln durch Intervention, durch Ansprechen, durch Transparenz, dann regelt sich das. Aber wenn ein größeres Problem da ist, regelt sich dadurch eben nicht. Und dann wird es spannend. Also jedenfalls für so Spezialisten wie mich. Ja, und natürlich, also die stationären Einrichtungen haben das natürlich auch, ne, wenn die sexuelle Beziehung da haben, die dürfen ja auch nicht fördern, ne, da wohnen die ja dann auch, ist nochmal schwieriger. Also, aber es gibt immer eine juristische Problemlage und es gibt eine pädagogische oder psychologische Problemlage und die sind nicht immer gleich. Ich finde es einfach gut, wenn man das mit weiß. Ne. Gut, dann mache ich, wenn da jetzt keine Fragen sind, mache ich weiter und rede jetzt über die Entwicklung. Wie kommt es denn zu diesen bösen Menschen? Also nehmen wir mal wirklich einen klaren Übergriff. Ein 14-Jähriger drückt eine Mitschülerin an die Wand, nachdem die Klasse in die Pause raus ist und zwingt ihr einen Kuss auf und packt sie an die Brust. Ne? Also ein eher milderer Übergriff, aber ist ein ganz klarer Übergriff, ist ganz klar nicht in Ordnung, ist auch eine Straftat. Jetzt geht es mir nicht darum, was macht man dann so schnell so, ne? Das ist nicht mein Schwerpunkt, weil ich mit Schulen, da Schulen weniger berate, können wir vielleicht diskutieren, sondern wie kommt es dazu? Was ist da los? Wieso macht einer sowas? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil Sie werden ja vielleicht in irgendeinem Beratungsfall mit dem Endergebnis konfrontiert. Da ist jetzt eine Straftat, sexuelle Straftat passiert. So, und worum es mir geht, ist, dass Sie tiefer sehen können als nur die Straftat. Und so, da kommen wir jetzt zur Entwicklung. Genau.
Tja. Wie fange ich an? Also ich habe da jetzt so ein böses Wort reingeschrieben. Überleben. Das sieht ja eigentlich ganz schön aus, das Bild da. Das ist ja auch ganz schön. Aber was man vielleicht sehen kann, ist, oder sagen Sie mal, was sehen Sie da an dem Bild? Irgendeiner. Was wollten Sie sagen? Ich hätte gesagt, erwachsene Person, ein Kind in einer Umarmung. Mhm. Noch andere Voten vielleicht? Das wäre richtig, also. Ja, also beide stehen ja und also ich hätte jetzt gedacht, wenn ein Erwachsener sein Kind umarmt, ist ja auf die Augen wieder auf ein Kind kommt, so wie ich das gerade irgendwie. Also für mich sieht es ein bisschen abweichend aus von Erwachsenen. Der umarmt das Kind zwar, aber irgendwie. Ja, interessant. Ist wahrscheinlich gestelltes Foto. Wahrscheinlich kommt das deswegen nicht authentisch rüber. Kann gut sein. Also finde ich gut beobachtet. Also worauf es mir ankam, oder würge ich jemanden ab? Worauf es mir ankam ist, oder ja, sagen Sie. Das ist die Frage, umarmt der Erwachsene das Kind oder umarmt das Kind den Erwachsenen? Das finde ich ist gar nicht. Ja, das kann man nicht verstehen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Also ich wollte eigentlich Sie auf die Fährte locken, dass Sie sagen, das Erwachsene umarmt das Kind, weil das auch wieder unsere Brille ist. Ne? Der Erwachsene schützt und ich würde mal sagen, am ehesten kann man das Bild so sehen, das Kind ist halt angelaufen, hat gekommen, hat Angst gehabt und der Erwachsene nimmt es halt so und gibt sich nicht so viel Mühe, da runter zu gehen. Ne? So würde ich das vielleicht deuten. So, von daher ist da schon irgendwas drin, wo man denkt, wieso wendet er sich nicht dem richtig zu? Also wir haben so ein Gefühl, er müsste eigentlich mehr tun, aber er macht. Aber, worauf ich in dem, was Sie ja auch sagen, oder kam auch bei den anderen, es ist eine symmetrische Geschichte. Das Kind kommt auch an. Und das meine ich jetzt mit dem Überleben, also Bindungstheorie. Das Kind hat einige Eigenschaften und ist vorbereitet darauf, beim Erwachsenen das Fürsorgeverhaltenssystem anzuwerfen. Eben zum Beispiel hat ein süßes Gesicht, Kindchenschema weiß man vielleicht. Meldet sich, wenn es ein Problem hat, schreit nämlich zum Beispiel ganz früh. Manchmal so, dass man nicht mehr kann, aber es motiviert unheimlich so ein Babyschrei. Das ist, kann man nicht gut bei schlafen. Ne? Ja, das ist, es setzt uns in Aufruhr, gerade wenn es unser eigenes ist, aber auch wenn die so an einem vorbeilaufen, oh, ne, das ist, man kann sich gar nicht wehren. Das ist in uns eingeprogrammiert und ist auch gut so, weil dann, das ist ein sehr stark motivierendes Verhaltenssystem, was uns auch, wenn es uns schlecht geht und wir haben Hunger und übermüdet und trotzdem kümmern wir uns noch. Wenn wir das einfach nur vom Kopf her beschließen müssten, weil wir verantwortlich sind und das steht ja im Gesetz oder so, das würden wir nicht schaffen. Es muss irgendwas sein, was uns richtig motiviert und es ist uns einprogrammiert. Und Kinder sind eben auch so gebaut, dass sie das aktivieren. Und das ist ne, Bindung beim Kind, ich vertraue diesem Erwachsenen und bei uns, ich kümmere mich um dieses Kind. Das ist ineinander eingezahnt, idealerweise. Und das dient dem Überleben. Also wenn das nicht gut funktioniert, oder wenn das nicht gut funktioniert hätte, die letzten paar hunderttausend Jahre, dann gäbe es uns nicht. Es hat aber gut funktioniert und deswegen ist das immer noch da, weil das wichtig ist. Das meine ich mit dem, kommt das Überleben mit rein. Ich will nicht sagen, das Leben ist ein Kampf ums Überleben, sondern aber es gibt eben Aspekte in unserem doch recht gut abgesicherten Leben, wo es dann auch ums Überleben geht. Und bei Babys ist das halt schon so. Die sind schnell am Ende, wenn sie nicht Hilfe kriegen. Wärme, Nahrung, Streicheln und so. Und deswegen geht es dann da auch ums Überleben. Deswegen kommen die auch in Zustände, in denen sie ihr Überleben als bedroht empfinden, relativ schnell. Je älter sie werden, desto weniger schnell. Und daher sind Erwachsene schwerer zu traumatisieren als Kinder. Aber eben Kinder sind da sehr verletzlich. Ja. Und was im Laufe der Entwicklung auch passiert, ist, dass
das Hirn des Kindes sozusagen relativ ungeformt ist. Das weiß ja nicht, in welche Umwelt es geboren wird. Das weiß ja nicht, dass es irgendwann mal Handys begegnet. Aber wenn es den Handys begegnet, kommt es damit wunderbar klar. Und das liegt eben daran, dass das Hirn sich an sehr viele verschiedene Bedingungen anpassen kann. Und die erste Bedingung, denen das Kind begegnet, sind die Eltern. Also das ist jetzt, sag ich mal, der urpsychoanalytische Gedanke. Die Kindheit ist schuld, aber ich glaube, der hat was Starkes für sich. Also bindungstheoretisch geschulter Mensch bin ich einfach da, würde ich da klar zu stehen. Was nicht heißt, dass man das nicht später ändern kann, aber die Kindheit, die frühe Kindheit hat einfach einen starken Einfluss, weil da unser Gehirn sich justiert. Da ist das Wachs noch flüssig und es wird irgendwann fester. Und es bleibt Wachs, aber es wird dann fester. Und deswegen ist es sehr wichtig, wie die Eltern mit dem Kind umgehen. Also Forscher haben das beschrieben als, es ist ein Tuning-Prozess, ein Feineinstellungsprozess. Und den macht die Mutter mit ihrem empathischen Fürsorgeverhalten mit dem Kind, reguliert sie die Emotionen des Kindes, spiegelt das Kind, und dadurch lernt das Hirn des Kindes, die eigenen Erregungszustände zu regulieren. Und das muss eben hunderte Mal geübt werden. Und das prägt dann, wie das Kind mit sich selbst umgeht, welche Regulationsfähigkeiten das Kind selber hat. Es geht sogar ganz früh, ich weiß nicht, ob Sie da belesen sind, aber das Stresslevel der Mutter während der Schwangerschaft beeinflusst die Stressempfänglichkeit des Kindes später im Leben und es ist sozusagen eine Grundkonstante, die eingebaut ist, die man nicht mehr einfach ändern kann. Ich weiß nicht, ob es überhaupt änderbar ist, aber es ist was, also so genau, und die Evolutionstheorie dahinter ist, dass wenn die Mutter sehr viel Stress hat, scheint es eine gefährliche Umwelt zu sein, dann ist es gut, wenn das Kind auf Gefahren sehr schnell reagiert. So, ne? Das ist zwar dann ein sehr unhandliches Kind in unserer relativ gefahrarmen Situation, aber weiß man nicht, wenn es eine Schlägerfamilie ist, ist das vielleicht ganz gut, wenn das Kind ganz schnell verschwindet, ne? wenn es donnert. Und also das ist so ist das jedenfalls, so funktioniert das biologisch. Und ich will nicht sagen, dass man nicht durch Therapie und Nachdenken und Schulung eine Menge daran ändern kann, aber es sind einfach Einstellungsprozesse, die ganz früh passieren. Und die passieren zwischen Eltern und Kind oder Bezugsperson und Kind. Das muss jetzt gar nicht der biologische Eltern sein, obwohl natürlich die biologischen Eltern auch biologisch eingestellt sind auf ein Kind und das deswegen leichter haben. Ja, wenn das alles gut funktioniert, also ich habe jetzt hier nochmal die Definition von Feinfühligkeit mit eingebaut, das ist also die wichtigste Variable, um eine sichere Bindung zu entwickeln. Feinfühlig heißt, der Elternteil, also die Bindungsfigur, ich weiß nicht mal nicht, wie ich das sagen soll, die Bindungsfigur nimmt die Bedürfnisse des Kindes überhaupt erstmal wahr, das heißt, die muss anwesend sein. Abwesende Menschen können das nicht, Telepathie ist noch nicht erfunden. Und sie muss die Bedürfnisse richtig interpretieren und dann prompt und angemessen reagieren. Man kann nicht prompt reagieren, sondern verzögert, man kann unangemessen reagieren, unterreagieren, überreagieren. All diese Sachen sind ganz fein und das Gehirn des Kindes merkt das sozusagen. Und dementsprechend formt sich eben eine Erwartung, dass der Erwachsene zuverlässig ist, Erregung regulieren wird, mir helfen wird, dass ich wieder in einen erträglichen Zustand komme als Kind. Und das ist sozusagen die sichere Bindung. So dass, wenn der Erwachsene weg ist, er vermisst wird und wenn er wiederkommt, er erfreulich oder erleichtert begrüßt wird. Also das ist der gesunde Fall. Mit dem haben wir es natürlich nicht zu tun, wenn wir einen sexuellen Straftäter haben. Kann ich von ausgehen. Ich glaube, hier in der Gesellschaft sind es, glaube ich, 2/3 ungefähr, die eine sichere Bindung haben und 1/3 eine unsichere Bindung. Und ich würde mal wetten, dass 90% der Jungs, mit denen ich zu tun habe, wenn nicht sogar alle, also wenn ich jetzt meine Fälle durchgehe, sichere Bindung hatte niemand, glaube ich. Also es ist da auf jeden Fall immer irgendeine Beziehungsproblematik da, die sich im Verhalten, wie gehe ich auf andere Menschen zu, schon abgebildet hat, als festes Muster. Jetzt habe ich mir mal 2 Fälle durchgedacht, mit strengen Strafen, ja. Wie man sich das denken könnte. Das sind jetzt nur holzschnittartige
Modelle. Es ist natürlich im Einzelfall immer sehr viel komplexer und jeder Fall ist wieder anders. Aber nehmen wir mal eine Familie mit strengen Strafen an. Beim Strafen ist es so, man muss eine emotionale Distanz aufbauen zum Bedürfnis des Kindes. Weil Strafen funktionieren nur, oder Strafen sind dadurch definiert, dass sie unangenehm sind und dass sie gegen den Willen des Kindes erfolgen. Also muss irgendwas dem Kind was antun. Also Sie merken schon, ich bin kein Fan von Strafen, aber mir geht es jetzt hier darum, wenn man das als starkes Prinzip hat, ich will jetzt nicht sagen, man darf nie strafen, aber wenn man das als starkes Prinzip hat, dann formt sich die Beziehung zwischen Kind und Erwachsenen, dass der Erwachsene immer wieder Distanz zu den Bedürfnissen des Kindes aufbaut. Das muss manchmal auch sein, dass man Abstand zu seinen eigenen Bedürfnissen aufnimmt oder dass das Erwachsene das zum Kind macht, weil er ja auch eigene Bedürfnisse hat. Aber wenn das als System verwendet wird, dann lernt das Kind, meine Bedürfnisse kann ich nicht einfach dem Erwachsenen hingeben. Der geht damit komisch um, dass es mir wehtut. Und dann fängt er an, seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr so stark zu fühlen. Das kann man auch messen, da gibt es Laborstudien zu. Man fühlt einfach weniger. Eine Erklärung für dieses Phänomen, was Männer oft haben, dass sie ihre Gefühle nicht spüren. Ne? Aber es ist nur eine Erklärung. Eine andere Sache ist, in einer solchen Umwelt, wie komme ich jetzt klar in einer solchen Umwelt? Da kann ich nicht sagen, ach, ich möchte so gerne. Sondern ich muss anfangen zu rechnen. Was wollen die von mir? Wie kriege ich das? Und ich werde schlau im Auschecken von Erwartungen. Und ich werde auch schlau im, wie kriege ich das hin, dass ich das mache. Also das sind manchmal Kinder, die schulisch sehr erfolgreich sind. Aber die sind irgendwie so unlebendig. So. Und das, also so eine preußische Familie, haben wir einen funktionierenden Soldaten, um das mal zuzuspitzen. Und das sind oftmals auch Menschen, die dann nicht genau wissen, was möchte ich eigentlich im Leben? Sondern die gucken, was wird von mir erwartet und das machen die dann. Kennen wir ja alle ein bisschen, glaube ich. Ich jedenfalls. Dann ist es so, in der Pubertät, das ist eben auch ein biologisches Ereignis, kommt plötzlich die Meldung aus dem Gehirn, hey, es geht auch um Lust. Vermehrung macht Lust. Ja? Und irgendwie, du musst dich mit diesem Problem beschäftigen. Die Hormone sprießen, es werden Testosteron produziert, das ist ja auch ziemlich massiv, was da im Körper passiert, das Hirn wird umgebaut. Und das ist jetzt eine Aufgabe, Sexualität hat nun mal mit Lust zu tun. Da geht es nicht darum, kann man natürlich auch machen, wie viel mal oder wie lange oder Leistung, sondern es geht einfach darum, das soll eigentlich was Schönes sein. Und das ist erstmal von der Entwicklungsaufgabe her quer zu dem, wie das Kind, was ich jetzt gerade skizziert habe, geprägt ist. Und dann entsteht eine Schwierigkeit. Was macht das Kind damit? Es wird natürlich erstmal versuchen, dort Sexualität, ich muss lernen, sag ich mal. Aber dann ist die Sexualität trotzdem da. Und dann kann es eben passieren, ist jetzt ein Denkmodell, dass sich dieses Bedürfnis einfach Bahn bricht. So, ich habe jetzt als Beispiel mal genommen, in einer Situation, wo ein unterlegenes Kind da ist, also was wenig die Erwartungen, wie soll ich mich eigentlich verhalten, was wird von mir gebraucht, triggert oder wachruft und wo sozusagen die innere Kontrolle ein bisschen runtergeht. Und das kann bei einem schwächeren Kind der Fall sein. Babysitter-Situation. Und dann hat man ein sehr angepasstes Kind, was plötzlich einen relativ krassen sexuellen Übergriff gemacht hat. Und fragt sich, wie kommt das? Hatte mal so ein Millionärskind, da war das so. Der hat seinen Cousin da nachts gesagt, jetzt komm, musst mir einen runterholen mit dem Mund. Aus dem Nichts. So, der hat das auch nicht groß angebahnt mit dem. Ja. Nee, dieser Fall jetzt, den ich skizziere, der unterstellt, es geht tatsächlich um sexuelle Erfahrung. Es geht darum, dass es irgendwie so prickelig und geil und schön ist. Und das will ich irgendwie haben. Und der unterstellt auch, der Trick ist, das Bedürfnis meldet sich relativ autonom an. Es hat noch, genau, nur bei Hunger gibt es schon eine Vorerfahrung. Also da gibt es schon Abtrainieren. Sexualität kommt aber sozusagen relativ plötzlich. Da haben die Eltern gar nicht die Zeit, das abzutrainieren. Böse gesagt. Das ist so die Idee. Ne?
Was natürlich nicht heißt, es gibt auch solche Fälle, wo es um Macht geht und wo es um Rache geht. Komme ich nachher noch zu. Aber in dem Fall, eine Pubertät macht einfach, die stellt Aufgaben. Und das ist in dem Fall, so ein Kind würde so überfordert sein und so kann es dann zu einem Problem kommen. Ja, und wenn man die fragt, kann es sein, dass die dann sagen, ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Also die distanzieren sich später dann auch von ihrem komischen sexuellen Gefühl, Bedürfnis und sagen, ich weiß nicht. Ne? Und für die Arbeit, die man dann therapeutisch machen muss mit denen, ist, dass sie dieses Bedürfnis als Teil ihrer selbst annehmen, was schwierig ist, damit sie es dann rechtzeitig merken und auch regulieren können. Weil wenn es einfach nur hochschießt, kann ich es nicht regulieren. Dann ist es wie so ein Drachen und dann reitet der Drachen mich statt ich ihn. So. Okay, eine Möglichkeit zu denken, andere Möglichkeit zu denken, jetzt das Gegenteil, Familie ohne Struktur. Also wir denken uns irgendeine Alkoholikerfamilie, wo Verwahrlosung ist, wo auch die Erwachsenen sehr bedürfnisorientiert sind, wenig langfristige Pläne verfolgen, wenig durchhalten, wenig Frustrationstoleranz. Das könnte ja man ja denken, ist das Bedürfnisparadies für Kinder. Das Problem ist, dass aber die Erwachsenen auch sehr bedürftig sind und wenn das nicht funktioniert, dann schreien die halt rum. Also deswegen ist es dann nicht so nett für die Kinder, sondern ziemlich krass eigentlich, ne? Weil die Erwachsenen nicht die Räume organisieren, in denen die Kinder in Frieden leben können. Ja, von daher ist so eine Familie ohne Struktur immer auch eine mindestens emotional gewalttätige Familie. Und ja, ich habe das hier so geschrieben, also dieses Ausrechnen der Erwartungen anderer findet hier gar nicht statt. Das hat keinen Zweck, weil ich weiß das nicht, wann mein Vater wieder besoffen ist oder wann er wieder zuschlägt oder wann er in mein Bett kommt, das ist nicht auszurechnen. Und ja, bleibt dem Kind eigentlich nur übrig zu sagen, ja, dann mache ich einfach, wie mir ist, und mit den Folgen muss ich mich nachher kümmern. So, das ist so die Strategie. Dann hat man ein relativ impulsives Kind, vielleicht ein ADHS-Kind, oder auch ein antisoziales Kind, je nachdem, wie viel Aggressivität da noch drin steckt. Und wenn dann Sexualität kommt, ist das ja wieder ein relativ starkes Bedürfnis, wie ich ja gerade argumentiert habe, und damit wird dann eben auch so verfahren. Machen wir einfach mal. So. Und wenn dann der andere nicht will, ja, pff, egal. So. Und wenn er da, ne, was, so. Also das wäre so ein bisschen ein anderes Denkmodell. Das ist natürlich jetzt sehr grob und holzschnittartig, aber um sich mal vorzustellen, was alles schiefgehen kann oder was, wie die Konstellationen sein können, dass es zu so einem Übergriff dann kommt. Ja, und so ein Kind habe ich auch schon gehabt. Das sagt dann zum Beispiel typischerweise, ich wusste schon, dass das nicht erlaubt ist. Also das kognitive Wissen ist da, aber dass das so krass ist, das war, wusste ich, keine Ahnung, wusste ich nicht. Also das mit diesem Krass ist ausgedrückt, wie schwerwiegend ist das eigentlich und wie auch verletzend für den anderen Menschen, das wird einfach nicht reflektiert, das wird nicht bedacht, weil das Kind mit seinem Bedürfnis beschäftigt ist und nicht über die Folgen nachdenkt. Und da ist in der Therapie eben mehr dann die Arbeit, dass man das Kind in die Lage versetzt, sich auch in andere reinzuversetzen und nachzudenken. Wobei dabei die Voraussetzung wieder ist, dass das Kind auch sich in sich selber einfühlen kann. Das hat es nämlich auch dann verlernt, aber jetzt wird es zu kompliziert. Ja, soweit das auch nachvollziehbar? Gut. Ja, wo sind wir jetzt? Genau, jetzt nochmal allgemein was zu dem. Es ist ja doch, Gott sei Dank, relativ selten, dass sexuelle Übergriffe passieren. Es gibt ja so Dunkelzifferzahlen, aber wenn man das meinetwegen vergleicht mit körperlicher Gewalt oder mit Eigentumsdelikten, sexuelle Übergriffe sind seltener. Und Gott sei Dank, aber das zeigt auch, dass sozusagen die sexuelle Intimzone, die sexuelle Selbstbestimmung, die Tabugrenze bei Sexualität relativ stark ist in unserer Gesellschaft. Finde ich auch gut so, gar keine Kritik. Und viele Kinder eben diese starke Grenze auch mitkriegen und auch beachten können. Und was mein sozusagen ganz allgemeines Argument ist, sexuelle Übergriffe, wenn die passieren oder sexuelle Straftaten, wenn das einer doch schafft, über diese Grenze zu kommen,
dann muss schon ganz schön viel passiert sein. Das ist entweder ein sehr starker Druck oder eine sehr schwache Struktur, die diese Grenze einhält. Und das ist sozusagen mein Argument dafür, dass, wie ich das ja immer wieder argumentiert habe, in den beiden Fällen auch, dass es schon eine längere Entwicklung gegeben haben muss, in der einiges schiefgegangen ist. Ich habe das im letzten Satz geschrieben hier. Es muss eine Kette von ungelösten Entwicklungsaufgaben gegeben haben, bevor es zu einem sexuellen Übergriff kommt. Ich sage das sozusagen gegen die innere These, ja, das ist, wächst sich aus, das ist in der Pubertät schon mal so drin und es gibt solche Fälle natürlich, aber was ich Ihnen sozusagen mitgeben will als Gedanken, ist eben, es ist eine längere Kette von Beziehungsschwierigkeiten oder Beziehungsschädigungen, die vorangegangen sein müssen.